Bevor ich abgelöst werde, rufe ich jetzt noch auf den Tagesordnungspunkt 58, dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 Grünen für ein Gesetz zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes. Berichterstatter ist der Abgeordnete Reul, Drucksache 19/6778 zu 19/6738 zu 19/6413. Ich bitte den Abgeordneten Reul um seine Berichterstattung. Macht's gut, tschüss. Nein, wir sehen Sie noch. Liebe Frau Hamann, bevor ich dazu komme, zu dem formalen Teil, möchte ich Ihnen im Namen von der CDU-Fraktion ganz herzlich danken. Ihre Verhandlungsführung war immer souverän, immer freundschaftlich, und es war immer ein Genuss, unter Ihrer Präsidentschaft hier im Hessischen Landtag reden zu dürfen. Meine Damen, meine Herren, ich trage Ihnen vor als Berichterstatter die Beschlussempfehlung. Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimme der LINKEN bei Stimmenthaltung der SPD den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 19/6762 und damit in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung in dritter Lesung anzunehmen. Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz ergänzen. Und zwar hatten wir eine interessante Debatte, und danke da noch einmal dem Kollegen Merz, weil es eine Unklarheit gab in der Begründung zum Änderungsantrag. Wir haben dies noch einmal nachvollzogen. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle ganz offiziell noch ergänzen und beantragen, dass wir bei der Begründung zu dem vorgelegten Änderungsantrag unter der Ziffer auf der Seite, jetzt muss ich schauen, dass ich es richtig zitiere, Moment, unter der Ziffer, den Punkt 1c rausnehmen und den ehemaligen Punkt 1d als Punkt 1c der Begründung aufnehmen. Herr Kollege Merz, Sie erinnern sich an die Diskussion, die wir dort im Ausschuss hatten. Dies ist die Korrektur, die wir als Antragsteller zu dem Änderungsantrag mit einbringen, sodass die Begründung an dieser Stelle auch korrekt dann wiedergegeben ist. Dies war mein Bericht als Berichterstatter. Vielen Dank, Abgeordneter Reul. Auch Sie haben sofort das Wort für die dritte Lesung. Ganz herzlichen Dank, liebe Frau Präsidentin. Ich mache es relativ kurz. Wir haben sehr ausführlich schon das Änderungs- und Ausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz miteinander diskutiert. Es ist ein Meilenstein, das will ich sagen, für die behinderten Menschen in Hessen. Das Ausführungsgesetz, das wir hier Ihnen vorgelegt haben, was wir heute in dritter Lesung gemeinsam, ich glaube, auch im großen Konsens verabschieden werden, ist ein sehr gutes Gesetz. Es hilft den behinderten Menschen in Hessen. Es schafft Klarheit. Der Landeswohlfahrtsverband wird weiterhin der entscheidende Träger sein. Wir haben einen klar definierten Lebensabschnitt, nicht mehr versehen mit einem Alter, sondern mit dem Übergang von der Schule ins Erwerbsleben. Und ich glaube, ich kann zusammenfassend sagen, der persönliche Bedarf der Menschen mit Behinderung steht in Hessen ganz klar im Mittelpunkt. Und die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 GRÜNEN bedanken sich für die gute Diskussion, die wir gemeinsam geführt haben im Namen der behinderten Menschen in Hessen. Und ich freue mich auf die Verabschiedung dieses Gesetzes heute. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Merz für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Da war ja die Rede knapper als die Berichterstattung. Wie dem auch immer sei, ich versuche es auch kurz zu machen. Ich kann Ihnen aber drei Vorbemerkungen nicht ersparen. Erstens, weil Kollege Reul jetzt von Meilensteinen gesprochen hat. Also, wenn ich alle Meilensteine Revue passieren lasse, die ich in diesen 11 Jahren hier im Landtag schon erlebt habe, da könnte man ein paar Leuchttürme von bauen. Punkt 1. Punkt 2. Da rechts und links Abschiedsreden gehalten haben, ich kann Ihnen jetzt nicht versprechen, dass das meine letzte Rede ist. Es ist auch ehrlich gesagt nicht meine Absicht. Und Punkt 3, und jetzt ein bisschen ernsthafter, Frau Kollegin Dörn, weil Sie vorhin gesagt haben, die SPD müsse sich überlegen, ob sie mit im Boot sein wolle oder nicht, ob sie mitspielen wolle. Ich mache das einmal umgedreht. Der Minister hier hat vorgestern gesagt, mehrmals, wir brauchen die Opposition nicht. Vielleicht sollten Sie sich einmal überlegen, was Sie wollen, ob Sie die Opposition brauchen oder nicht. Und da ich jetzt dabei bin, ja, hat er gesagt, ich habe es gehört, das steht auch im Protokoll.
Steht auch im Protokoll, können Sie nachlesen. Ich weiß nur, weil Sie sagen, weil Sie es vor unsere Haustür gelegt haben, dass es sozusagen in unserem Ermessen stünde, ob wir hier mit, konstruktiv mitspielen oder nicht, wenn ein Mitglied der Landesregierung, und er war ja nicht der Einzige, der das in den letzten Jahren gesagt hat, wir brauchen die Opposition nicht, im Grund ist auf euch gepfiffen. Im Grunde ist auf euch gepfiffen, das habe ich, die Melodie habe ich zu oft gehört, als dass ich es nicht ein einziges Mal hier würde beantworten wollen. Und die Tatsache, dass wir da sind, 20 Minuten später, nach diesem Teil, konnte man ja sehen, dass es manchmal schon ganz gut ist, wenn man eine Opposition hat, die die Vorlagen gelesen hat. Sonst hätten wir jetzt nicht die Korrektur, die gemacht wird. Und es ist auch manchmal ganz gut, wenn eine Opposition hat, die dritte Lesung beantragt, damit man vielleicht einen Schritt weiterkommt. Diese Sache haben wir geklärt. Viele andere Sachen haben wir auch geklärt. Drei Punkte bleiben aus unserer Sicht offen. Das ist, wir sind nach wie vor nicht überzeugt von den Erläuterungen, die es gegeben hat zu der Frage der Interessenvertretung behinderter Menschen. Wir halten fest an der Auffassung, dass unser Vorschlag der bessere ist. Aber wir werden sehen, wie sich das in der Praxis bewährt und ob gegebenenfalls hier dann auch mit neuen Mehrheiten in diesem Landtag Änderungen an dieser Stelle erfolgen können und erfolgen müssen. Punkt 2. Es hat uns nach wie vor nicht überzeugt, dass Sie die Erläuterungen, die es noch einmal gegeben hat, auf unseren Vorhalt zu der Frage der sachgrundlosen Prüfung, der anlasslosen Prüfungen, wir glauben nach wie vor nicht, dass das angemessen ist und notwendig ist. Und drittens, und das ist der maßgebliche Punkt, wir haben noch einmal gefragt, was Ihre Änderung zu der Vorschrift, dass die Träger der Eingliederungshilfe der Fachaufsicht des Landes unterliegen, ausgeübt durch die Regierungspräsidien und in dem Fall des LWV durch das Regierungspräsidium Darmstadt. Da haben Sie ja eine Änderung vorgenommen. Und aus der Erläuterung ist zu entnehmen, dass das sozusagen keine allgemeine Fachaufsicht sein soll, sondern nur in begründeten Fällen. Nun habe ich zwei- oder dreimal in der Ausschusssitzung gefragt, ich habe die antragstellenden Fraktionen gefragt und hilfsweise den Minister für den Fall, dass er sich dazu erklären kann, obwohl er ja mit diesem Entwurf gar nichts zu tun hat, wie wir ja alle wissen, es ist ja ein Fraktionsgesetz. Ich habe von niemandem eine Antwort dazu bekommen. Und das ist nach wie vor unbefriedigend. Und da dieses keine triviale Angelegenheit ist, ob eine Angelegenheit, die im Wesentlichen im Bereich der kommunalen Selbstverwaltung liegt, der Fachaufsicht des Landes unterliegt. Das ist hier in der mündlichen Anhörung und auch in den schriftlichen Unterlagen streitig gestellt worden. Und es ist dargelegt worden, und wie ich finde, nicht vollkommen substanzlos und grundlos. Ich bin nicht Jurist genug, um das am Ende zu beurteilen, aber ich nehme diese Bedenken extrem ernst und wäre übrigens auch ganz froh, wenn das einer gerichtlichen Klärung unterzogen würde, weil das schon aus unserer Überzeugung in ein paar fundamentale Grundsätze des Zusammenwirkens von Land und Kommunen eingreift oder geeignet ist, einzugreifen. Deswegen ist es ein Punkt, der ernst zu nehmen ist. Dazu hat es keine befriedigende Erklärung gegeben. Deswegen bei all der Zustimmung im Grundsatz und der Freude darüber, dass wir in der Tat einen großen Schritt in der Behindertenhilfe weitermachen können, das ist unstreitig, das haben wir in mehreren Lesungen auch gesagt, ich wiederhole es, reicht es unterm Strich bei uns nicht für eine Zustimmung. Wir werden uns der Stimme enthalten, um deutlich zu machen, wir sind im Grundsatz dafür, aber unsere Bedenken bleiben. Herzlichen Dank. Vielen Dank. – Nächster Redner ist Kollege Rock, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Eigentlich ist das Spannende an dem Gesetz auch der Weg, den es auf sich genommen hat, bis es hier war. Und es ist auch irgendwie symbolisch, dass wir es jetzt in der letzten Plenarwoche vor der Wahl auch noch als eines der letzten Gesetze hier beschließen, weil es schon auch eine Grundsatzdiskussion gab, wie man künftig die überörtliche Sozialhilfe organisiert. Von daher ist für uns als FDP-Fraktion die grundsätzliche Frage, dass es dieses Lebensabschnittsmodell und die Grundsatzentscheidung für den Landeswohlfahrtsverband gibt, eine gute Entscheidung, die wir auch ganz besonders mittragen. Darum können wir auch
kann immer noch diskutieren über Nuancen in diesem Gesetz, auch wie der Kollege Merz das hier noch einmal dargelegt hat. Aber aus unserer Sicht überwiegt für uns die Haltung, dass diese Grundsatzentscheidung getroffen worden ist für den LBV viel stärker. Und darum werden wir dieses Gesetz auch mittragen und dem Gesetz am Ende auch zustimmen. Ich glaube, da ist für Hessen und die überörtliche Sozialhilfe die richtige Entscheidung getroffen worden. Und somit kann der LBV und die Träger, die für ihn tätig sind, auch weiter ihre kompetente Arbeit machen. Und das ist gut so für Hessen. Und darum ist dieses Gesetz auch jetzt vernünftig zu beschließen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Erfurth für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich freue mich wirklich, dass wir heute dieses Umsetzungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz noch in dieser Legislaturperiode so verabschieden können. Ich möchte auch das Wort vom Kollegen Reul aufgreifen, vom Meilenstein. Vielleicht nicht Meilenstein von der Größe des Gesetzes oder von dem, was manche dazu auch empfinden. Aber ich glaube, es ist ein Meilenstein für die Menschen mit Behinderungen und für die sozusagen diese Auswirkungen hier sind. Da schaffen wir sehr viel Beruhigung und Sicherheit für die Menschen, die es betrifft. Das finde ich gut, dass wir das in dieser Legislaturperiode noch schaffen. Ich finde es auch gut, dass wir das in überwiegend sachbezogener Beratung gemacht haben und auch da wirklich versucht haben, zusammenzutragen im Sinne der Menschen mit Behinderungen, damit wir auch für sie tätig werden können. Das finde ich, das freut mich wirklich. Herr Kollege Merz, Sie konnten ja Ihre Freude über das Gesetz nicht so ganz zum Ausdruck bringen, weil aus Ihrer Sicht einige Punkte noch nicht ganz 100% geklärt sind. Das kann man so sehen. Ich versuche es noch einmal, bei Ihnen mehr Sympathie für den Bereich der Interessenvertretung für die Menschen mit Behinderungen zu gewinnen. Das ist tatsächlich ein großer Punkt, der für uns auch politisch wichtig war, dass nämlich die Menschen mit Behinderungen auch sich selbst vertreten. Ich glaube, wir haben für eine erste Näherung, wie man Menschen mit Behinderungen in die Interessenvertretungen einbinden kann, hier einen praktikablen Vorschlag gemacht. Es gibt noch keine Vorbilder dafür. Es gibt einfach noch keine Vorbilder, wie sozusagen diese ganzen Selbsthilfeverbände und die Vereine und Verbände der Menschen mit Behinderungen in einem solch einem Verfahren, was ja auch sehr viel mit Rechtssystematik zu tun hat, eingebunden werden können. Wir haben uns hier wirklich ernsthaft überlegt, wie wir ein Verfahren finden können. Ich hoffe, dass es sich bewährt und dass man dann wahrscheinlich in der nächsten Legislaturperiode schauen muss, ob es auch so funktioniert. Ich hätte mich gefreut, wenn Sie an dem Punkt zumindest gesagt hätten, jawohl, das ist einen Versuch wert. Nun ist es nicht so. Dann habe ich das möglicherweise falsch verstanden. Ich freue mich aber, dass wir eine große Mehrheit hier kriegen. Ich bin auch froh, dass die SPD dem Gesetzentwurf am langen Ende nicht im Wege steht, sondern angekündigt hat, sich zu enthalten. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Zeichen, damit wir auch in der Behindertenhilfe ein Stück vorankommen. Ich möchte auch noch ein paar persönliche Worte sagen. Sofern wir uns nicht noch einmal zu anderer Sitzung zusammentreffen, wird das hier heute auch meine letzte Rede gewesen sein in dem Parlament des Hessischen Landtags. Ich habe mich auch entschlossen, nicht wieder anzutreten. Ich kann mich nur den Worten meiner Fraktionskollegin Ursula Hammann anschließen, mit einem weinenden, einem lachenden Auge. Ich war auch immer gerne hier. Ich mache die Arbeit, ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich aufhöre, aber ich mache die Arbeit immer noch gern. Ich fange jetzt so langsam an, mein Büro auszuräumen und sehe dann, wie das so war, als ich hier angefangen habe, also in einer Oppositionsfraktion, die sich nie vorstellen könnte, mal mit der CDU zu regieren. Das beschreibt ja vielleicht auch einen Spannungsbogen, den wir gemeinsam
ja, den wir gemeinsam auch beschritten haben. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern an die lange Nacht, als sozusagen die letzten Verhandlungen, in Schlangenblatt geführt worden sind und wir gemeinsam gesessen haben und versucht haben, uns auszumalen, was jetzt ist, und wir in der Fraktion damals uns, damit wir nicht einschlafen, das Leben des Breien angeschaut haben. Das haben wir gemacht, damit wir sozusagen gemeinsam, und ich war da Entertainerin, ich kannte das noch nicht, diesen Film, also ich habe ihn mir damals extra beschafft, damit wir uns den anschauen konnten und haben dann auch gemeinsam, das war ein guter Start. Wir haben gemeinsam dann auch an dieser Regierungskoalition gearbeitet und gebastelt. Und ich kann nur sagen, es hat mir viel Spaß gemacht. Und es hat mir viele neue Einsichten gebracht auf allen Seiten und viele neue Bekannte und Freunde. Und ich denke auch, das wird zum Teil auch über diese Legislaturperiode hinausreichen. Ich habe mir jedenfalls vorgenommen, hin und wieder mal zu gucken. Ich bin ja auch noch im Landesvorstand. Und dann habe ich immer mal die Chance, hier wieder reinzuschnuppern und zu gucken, was treibt er hier eigentlich. Und dann mache ich das aus der ehrenamtlichen Position und freue mich auf jeden und jede, den ich dann wiedersehen kann. Ich möchte zum Abschluss auch nicht versäumen, meiner Familie zu danken. Ich habe Anlass, hier den Kolleginnen und Kollegen zu danken, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die also sehr, sehr engagiert und auch immer sehr zugewandt und unterstützt haben in allen Bereichen, aber auch meine Familie, die mich sehr getragen hat. Und ich sage mal, ohne meinen Mann hätte ich das hier nie machen können. Und dem möchte ich von hier aus auch mal danken. Ich freue mich aufs Wiedersehen. Liebe Kollegin Erfurth, ich möchte Ihnen auch noch einmal im Namen des Hauses für Ihre langjährige Arbeit danken. Ich hoffe, Sie haben jetzt Zeit, mit Ihrem Mann gute Filme auch zu anderen Tageszeiten zu sehen, und wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann hat Herr Staatsminister Grüttner das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Ausführungen auch beginnen mit einem herzlichen Dankeschön an Sigrid Erfurth. Sie hat gesagt, sie hätte sich manches nicht vorstellen können. Ich finde, das ist in den vergangenen Jahren ausgesprochen spannend und gut gelaufen. Ich bedanke mich auch aus Seiten der Landesregierung für stets auch nach konstruktiven Lösungen suchende Zusammenarbeit. Und wenn man die Monty Pythons gesehen hat und weiß, dass dieser Film mit dem Song und Always Look at the Bright Side of Life endet, finde ich, ist das das Beste, was man dir mitgeben kann. Vielen herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit. Was das Ausführungsgesetz anbelangt, zwei Punkte, auf die ich nachgefragt worden bin, antworten und auch Herrn Kollegen Merz an einer Stelle Recht geben, aber auch widersprechen. Ich habe im Rahmen der Diskussion um das Hessische Krankenhausgesetz an einem Punkt gesagt, dafür brauchen wir die Koalition nicht. An zwei Punkten, gut, dann brauchen wir sie auch an zwei Punkten nicht. An der Stelle, wo es um den Änderungsantrag der Fraktionen zum BTHG gegangen ist, herzlichen Dank für aufmerksames Lesen und Aufmerksamkeit machen für den Fehler, der sich in der Begründung eingeschlossen hat. Wie bitte? Deswegen will ich an zwei Stellen Ihnen auch noch Auskunft geben auf Fragen, die Sie mir genannt haben. Und zwar einmal geht es um die Frage der Fachaufsicht. Ihnen ist hinlänglich bekannt, dass es bei der Fachaufsicht des Landes sich nicht um Neuland handelt, sondern dass wir seit 13 Jahren bereits im Bereich des SGB II dieses stets tun und die Zusammenarbeit auch bei kritischen Themen jeweils gut gewesen ist. Und bei der Fachaufsicht geht es nicht darum, bestimmte Verfahren zu bewerten oder zu prüfen. Die Vertragsfreiheit ist entsprechend auch in dem BTHG genannt. Es geht vielmehr um grundsätzliche Ausführungen und Klarstellungen. Und so hat das Land in der Vergangenheit die Fachaufsicht ausgeübt und wird es auch in Zukunft tun. Und was die Frage der anlassunabhängigen Prüfung anbelangt, die Prüfung von Wirtschaftlichkeit und Qualität
der Leistungserbringung betrifft unmittelbar und primär lediglich die Rechtsbeziehung zwischen dem Leistungserbringer und dem Träger der Sozialhilfe. Diese werden durch Vereinbarungen ausgestaltet. Es geht somit um eine effektive Kontrolle des im Gesetzesvollzug eingebundenen Leistungserbringers. Ich denke, bei den Milliarden von Volumen, die an der Stelle bewegt werden, dem Neuland, den wir betrifft, sind beide Regelungen sachgerecht und hilfreich. Weitere Ausführungen gegenüber den vorherigen Debatten erübrigen sich an dieser Stelle. Ich bin froh, wenn dieses Gesetz heute die Mehrheit des Hessischen Landtags findet. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Dann komme ich zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 58, den Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 der GRÜNEN für ein Gesetz zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes. Wer dem Gesetzentwurf zustimmt, bitte das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, FDP, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der LINKEN. Wer enthält sich? Das sind die Fraktionen der SPD und Kollegin Öztürk. Damit ist der Gesetzentwurf mit Mehrheit angenommen und zum Gesetz erhoben. Kolleginnen und Kollegen, eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist noch ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Tarifautonomie und Tarifauseinandersetzung bei Ryanair, Drucksache 19 aus 19. Die Dringlichkeit wird bejaht. Das sieht so aus. Dann wird dieser Antrag Tagesordnungspunkt 68 und zusammen mit Tagesordnungspunkt 63 aufgerufen.